Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Tipps und Tricks Video. Season 5 ist gerade mal einige Stunden oder einige Tage alt. Ich möchte euch heute meinen persönlichen Lobar Guide vorstellen, wie ihr sie meiner Meinung nach zumindest verwenden solltet. Deswegen möchte ich es auch betonen, das ist meine persönliche Meinung. Das kann natürlich sein, dass ich nicht jeden Geschmack hierbei treffe. Deswegen betone ich das. Meine Art und Weise, wie ich Lobar benutzen würde. Kleiner Nachteil bei der ganzen Geschichte, ich zapp schon mal rüber. Die meisten Sachen muss ich euch leider auf der Trainings- oder im Trainingsgelände zeigen, weil aktuell ein Bug noch in Apex Legends Season 5 aktiv ist, der es mir sehr, sehr häufig bis gar nicht möglich macht. Ihr habt es wahrscheinlich in meinem Livestream, wo ich in Season 5 reingestreamt habe, gesehen, dass man Lobar entweder nicht wählen kann, weil alle freischaltbaren Legenden gesperrt sind, oder wenn man Lobar wählt, dann auf einmal eine andere Legende hat. Bei mir ist es aktuell noch nicht behoben. Ich werde euch aber gerade speziell für die Taktik mit dem Teleport einige Szenen aus meinem Livestream zeigen, die ungefähr klar machen in Live-Action, wie man gerade den Teleport benutzen sollte. Denn das ist nämlich meiner Meinung nach die effektivste Waffe für Lobar. Starten wir direkt mal. Ich fange mit der ultimativen Fähigkeit der Black Market Boutique an. Hier kann man schon einiges falsch machen. Ich dachte ursprünglich, es ist am besten, dieses Teil mitten in einen Hotspot zu schmeißen, damit man genug Umfeld des Hotspots scannen kann und so viel Auswahl wie möglich aus dem gesamten Bereich hat. Aber ihr seht ja schon, die taktische Fähigkeit, die passive Fähigkeit ist aktiv. Das ist eine sehr hohe Reichweite, wo wir den Loot durch Wände sehen können. Und grob ist das dieselbe Reichweite von der Black Market Boutique. Und was ihr jetzt auch seht, der Hintergrund wird schwarz oder wird dunkel. Das ist so eine Art Bubble. Also die Reichweite, wie weit die Black Market Boutique reicht. Und wenn ihr euch jetzt umseht, der helle Bereich ist das, was ihr jetzt ablooten könntet. Ich laufe mal ein bisschen weiter. Und dann verschiebt sich die ganze Geschichte und ihr seht hier, wie weit das reichen würde, um hier zum Beispiel den Trainingsmodus zu looten. Ganz wichtig, packt das wie gesagt ein bisschen wieder lieber an Rand, bevor ihr vielleicht mitten in dieser Zone gepusht werdet. Stellt das dann ab. Moment, das war falsch. Stellt das hin und vor allen Dingen stellt es so, dass es von der Ferne nicht sichtbar ist, wie das Gibi-Schild zum Beispiel. Es kann von der Ferne ohne Probleme zerstört werden mit wenigen Schüssen. So, nächster Tipp beim Looten. Zieht euch wirklich nur die beiden Sachen, weil ihr seht, ihr könnt nur zwei Sachen aus dieser Black Market Boutique sammeln, auch eure Teammates jeweils zwei. Das Wichtigste, wenn ihr keine vernünftige Waffe habt, mit der ihr umgehen könnt, zieht euch als allererstes zur Verteidigung die wichtigste Waffe, beziehungsweise was fast noch viel wichtiger ist, wenn ihr kein Körperschild habt oder nur ein weißes und ihr ist ein goldenes oder lila oder was weiß der Geier, was einfach eine höhere Stufe, dann zieht euch auch zusätzlich noch dieses Körperschild. Seid ihr sonst perfekt ausgerüstet, dann zieht euch halt einen perfekten Aufsatz, ein erweitertes Magazin oder irgendwas dergleichen oder ein Phoenix-Kit. Das als Tipp. Wenn ihr dann sicher seid, dass du und deine Teammates das Teil gelootet haben und ihr wollt weiterziehen, ganz wichtig, zerstört das Teil. Denn eure Gegner können sich an diesem Ding bereichern und können das Teil ebenfalls benutzen. Deswegen stellt es vernünftig auf, dass es nicht sichtbar ist für die Gegner. Zerstört es, wenn ihr fertig seid. So, passive Fähigkeit ist auch klar. Ihr seht es ja hier schon, hier wird immer mehr sichtbar. Ihr könnt lila und goldene Rüstungsgegenstände oder allgemeine Gegenstände könnt ihr durch die Wände sehen. Hier ein Tipp von mir, mal abgesehen davon, dass das alles so schön glänzt. Ihr könnt enorm Zeit beim Looten sparen. Wir nehmen mal an, ihr habt die perfekte Waffe. Ihr seid perfekt ausgerüstet. Nur das Körperschild hindert euch daran, vielleicht die Gegner zu pushen. Ihr seid vielleicht alle mit einem blauen Körperschild ausgerüstet und müsstet sonst die Bereiche eigentlich gar nicht mehr looten. Rennt durch einen bestimmten Bereich durch. Ihr spart euch ja die Zeit, alle Gebäude abzuklappern, weil ihr ja ein lilanes Körperschild eh durch die Wand seht. Dann lauft da durch, guckt grob durch die Wände, weil die Reichweite, seht ihr ja selber, ist enorm. Ihr sagt, ich sehe nichts durch die Wände, dann spart ihr Zeit beim Looten, geht einfach zum nächsten Spot und guckt da, ob ihr die perfekte Rüstung für euch findet. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp, um enorm viel Zeit zu sparen. Jetzt möchte ich zu meiner Meinung nach dem Herzstück von Lobar überhaupt kommt, die Teleportation. Ich möchte euch nochmal betonen, aus einigen Kampfszenen aus dem Livestream schneide ich euch hier ein paar Situationen raus, wie ich den Teleport genutzt habe, um die Gegner gut zu pushen. Was aber auch sehr, sehr wichtig ist, es ist ja nicht nur zum Pushen, sondern auch, um sich entweder schneller fortzubewegen oder einfach sich irgendwo aus der Scheiße zu retten.
Erstmal aktivieren wir das Ding. Ich halte das mal gedrückt und lasse nicht los, sonst schmeißt ihr das nämlich. Ganz wichtig, achtet auf den Wurfwinkel. Wenn ihr das zu hoch ansetzt, seht ihr rechts diesen Balken und die Reichweite wird auch angezeigt. Ich habe es im Livestream tatsächlich vollbracht, das Ding so zu werfen und bin direkt wieder vor mir gelandet, was total sinnlos ist. Also wenn ihr normalen Lowground habt, kommt ihr um die 70 Meter, habt ihr Highground, habe ich von dort oben schon getestet, könnt ihr das Teil ungefähr 100 Meter weit werfen. Ihr könnt es durch Fenster werfen, durch Gitterfenster, durch kleine Holzspalten. So könnt ihr zum Beispiel bei der Aufbewahrung oder Verwahrung, so rum, wenn ihr zum Beispiel einen Bloodhound dabei habt, der scannt die Gegner, sind vielleicht frontal auf den Gegner gerichtet und ihr seid hinter dem Gegner. Ihr wisst, die Gegner gucken euch quasi als Lover nicht an. Haut einfach dieses Teil durch die Gitterfenster, teleportiert euch so hinter die Gegner, könnt die pushen und alles ist schön. Wichtig ist aber auch, wenn euch Gegner pushen, aktiviert das Teil und lasst nicht gleich hektisch los. Schaut so, dass ihr vielleicht hinter einer Wand seid und aktiviert das Ding dann erst während des Laufens. Und wenn ihr merkt, der Gegner pusht euch, könnt ihr den Wurf müsst ihr dann nicht vollenden. Ihr könnt den Teleport schon frühzeitig aktivieren. Und ich bin jetzt quasi 30 Meter vor der Landung, habe ich den Teleport schon aktiviert und bin eben 30 Meter früher gelandet. So könnt ihr euch viel, viel schneller vor einem Gegner retten. Für mich die interessanteste Sache an dem Teleport ist aber, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Position hier habe, meine Teammates sind bei mir, wir rotzen auf den Gegner, treffen den aber alle nicht richtig, weil wir ein scheiß Visier auf die Entfernung haben. Meine zwei Teammates können den Gegner vielleicht ein bisschen ablenken. Ich aktiviere meinen Teleport. Und hier ist ganz wichtig, wenn ihr euch hinter den Gegner teleportiert oder daneben oder weiß der Geier wohin, nicht zu nah an dem Gegner. Das gilt auch, wenn Gegner im Gebäude sind. Schaut, ob es vielleicht Nebenräume gibt. Okay, in der Hektik des Gunfights werden die das wahrscheinlich nicht hören. Aber der Teleport unmittelbar neben dem Gegner ist sehr laut. An dieses Geräusch werden sich die Leute sehr schnell gewöhnen, weil viele Lobas zurzeit unterwegs sind. Also teleportiert euch lieber auf ein kleines Dach oder auf eine Anhöhe wie hier. Und ganz wichtig, wo ihr das Teil hinwerft, also in die Richtung, wie ihr es werft, ist auch nachher die Blickrichtung, wenn ihr euch teleportiert habt. Am Anfang habe ich ein bisschen Orientierungsprobleme gehabt, was eigentlich Käse ist. Auch wenn ihr das Teil in diese Richtung hier zum Beispiel werft und dreht euch aber noch während des Fluges um, guckt ihr trotzdem in die Richtung, so habt ihr immer die volle Kontrolle. Auf jeden Fall, auf was will ich hinaus? Ihr teleportiert euch hier dahinter, könnt den Gegner ohne Probleme in Anführungszeichen wegrotzen, wenn er sich denn nicht zu sehr wehren kann. Und der Gegner ist Geschichte. Und das ist meiner Meinung nach die beste Geschichte, um Gegner zu flankieren bei einem Octane oder einem Pathfinder. Erzeugst du nur Geräusche oder schwächst dich zum Beispiel mit der Spritze, was ja kontraproduktiv ist. Und jetzt, wo der Pathfinder ja sowieso genervt wurde, ist der Teleport eine absolut mega geile Alternative. Übrigens 30 Sekunden Cooldown-Zeit, 20, wenn ihr einen goldenen Helm habt, wenn ich das noch nicht erzählt habe beim Teleport. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Szenen, wie ich mit meinem Mate Schweini ein paar Gegner gepusht habe. Es sind nicht allzu viele, weil es alles andere als gut lief. Irgendwann konnten wir Lober halt nicht mehr auswählen, weil der Bug uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber das ist grob das, wie ich Lober benutzen würde. Das soll es von mir jetzt soweit gewesen sein. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr mich weiterhin supportet. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Your Steps. Gebrochen, fast down. Warte. Machst du das? Ja, oh, ich hab Wraith. Mir. Wo? Vorher hast du einen Puffer verpasst und da war sofort down. Oh, hier sind auch Deathboxen. Also Loba wird mein Main, das kann ich euch jetzt schon sagen. So lange, bis sie genervt ist, wird garantiert, ich kann mir nicht vorstellen. Schüsse? Oh, da sitzen die. Der hat da oben kapiert. Einen hab ich. Sehr schön, von hinten kommt der nächste. Der hat lila, ist cracked. Ich muss mir kurz heilen, danke.
Das war's. Alter. Hier unten kommt ein. Jemand hat sie gekriegt. Oh, hier auf dich zu. Nein, hier. Octane. Na.